Wir sind wieder da bei einer Runde Fall Guys und der Bacon wird uns heute seine Spießrute zeigen. Ja, die ist da oben auf dem Kopf drauf. Ja, da habe ich übrigens nochmal gesehen, wer war der damals nicht sicher, ob es das Einhorn gegeben hatte wegen Serverproblem. Nee, das war ein Dank der Entwickler an die Leute, die durchgehalten haben, während es das Cheater-Problem gab. Ah, okay. Und das hat ja zumindest geklappt. Also seit sie da das Anti-Easy-Cheat eingebaut haben, nichts mehr gesehen. Ja. Das heißt nicht, dass es keine Cheater gibt, aber es ist halt nicht mehr so offensichtlich, dass man da irgendwie alle paar Runden mindestens einen trifft. Ja, die linke Tür. Echt? Ich hätte jetzt gesagt, rechte Tür vom Laufen. Naja, mal auch gesehen, linke. Ist egal, ich laufe eh nicht ganz vorne, also. Ich habe jetzt eine Chance von 33%, dass meine Prognose korrekt ist. Ja. Du müsstest ja eigentlich dann jetzt nochmal wechseln und sagen, nee, doch die mittlere oder doch die rechte, weil das ist ja bei diesem Drei-Türen-Problem Ja, so, dass wenn. ich kenne das, was ja auch bei quasi Ach nee, gar nicht geh mal. Nee, aufs Ganze. aber dann müsstest du ja wissen, welche Tür es definitiv nicht ist, würdest. Nee, okay, gut. Na, vielleicht ist es doch nicht so gut zu wechseln. Siehst du links? Wusste ich. Ja, hatte ich doch gesagt. Oh, das wird ganz knapp bei mir, glaube ich. Ja, da ist viel vorne. Aber doch. Ich bin raus. Echt nicht. So eine Scheiße. Schön, meine ich. Weil du versucht hast, durch die rechte Tür zu springen. Nee, weil ich vorher einfach Kacke gebaut habe. Was du gesagt hast, habe ich auch mal die Drucke gesehen. Also quasi bei drei Türen, wenn du was willst und der Moderator dann eine Genau, aufmacht und öffnet. fragst, Ja. willst du noch mal wechseln? Dann hast du nämlich, wenn du wechselst, hast du eine größere Chance, was halt daran liegt, dass der Moderator quasi eine öffnet, die falsch war, und dann hast du halt, obwohl es drei Möglichkeiten waren, eine größere Chance. Ja. Also es ist ganz kompliziert. Ja. Ja, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Aber ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du halt zu Beginn die richtige. Ah, ist auch egal. So, du schaffst das jetzt hier aber auf jeden Fall. Erstmal, vielleicht gehe ich auch einfach mal zu dir, um dich zu sehen. Das wäre mega hilfreich. Oh Gott. Zu viele Spieler. Easy. Natürlich. Wenn man sich einmal hier an diese Hämmer gewöhnt hat, ich mache es immer so, ich wechsle sogar zwischendurch und versuche halt immer an einem Hammer zu gehen oder an der Seite vorbeizugehen, wo er mich nicht nach unten weghauen würde. Ja. Auch wenn man da kurz abbremsen und ein bisschen zur Seite gehen muss. Weil wenn er dich so von vorne und nach unten haut, dann. Ja, das ist richtig kacke. Gut, dann sind wir nach dieser Runde, spielen wir wieder zusammen. Ach, du schaffst das diesmal. Meine Herzogin ist auch schon ganz aufgeregt und trippelt.
Scheiße. Ach, sieht doch noch ganz gut aus. Okay, vielleicht nicht mehr ganz so gut. Ich hab Geburtstag. Geburtstag. Aber wir haben ja hier vorhin bei mir gesehen, ich schaffe es auch ganz am Ende noch auszuscheiden. Ja, das geht ganz einfach. Aber diesmal hast du auf jeden Fall mehr Zeit als beim letzten Mal. Beim letzten Mal kam ja auch ein bisschen hinzu, dass der Schleim dir schon recht nah war, aber das sieht doch echt gar nicht mal ja, so ich hab's schlecht jetzt aus. Extra safe gemacht. Ja, sauber. So muss das laufen. Ja. Wünsche mir halt bei so Leuten wie im Kaktus, dass sie runterfallen. Ja. Ja, Prinzessin, schieb ihn weg. Schieb ihn in den Schleim. Lass ihn nicht mehr los. Nie wieder. Haha. Ich glaube, der Kaktus ist raus, ja, oder? Die Prinzessin müsste raus. Ja. Kaktus weg. Prinzessin drin. Finde ich gut. Eine, aber es ist eine rausgeflogen. Ja, da hat. Aber Hauptsache der Kaktus raus. Der war böse. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, das war ja die letzten Male bei mir nicht so erfolgreich. Ja, komm, du hast gerade schon Schleimkraxler geschafft. Dann schaffst du das dann jetzt auch. Der Schleimkraxler ist zumindest ein bisschen Skill. Hier ist es aus meiner Sicht zu viel Glück, dass jetzt hier links nichts entgegenkommt, wenn ich drauf bin. Ja, so viel dazu. Vor allem, da kommen nur 8 rein. Ja gut. Siehst du immer schon, wenn du auf der Hälfte bist und dir schon das kleine Obst entgegenkommt, dann wird das nichts mehr. Ja, dann halt beim nächsten Mal. Und ich habe ein neues Anzeigending unten. Ja, eine neue Oberfläche heißt es. Oberfläche. Ist das nicht ein bisschen oberflächlich? Ja. Ui. Vor allem die eigene Oberfläche, die sieht man doch nicht, ne? Das sehen doch eigentlich nur andere, die einem zuschauen. Nee, das sehen nur andere Spieler. Ja. Dass die denken können, boah, der hat ja eine ganz fortgeschrittene Oberfläche. Geile Oberfläche. Ja. Vielleicht siehst du es selbst im Siegerbildschirm oder so. Gut, das werden wir doch wohl nie rausfinden. Gab es die Titelmelodie früher schon mit diesem Geflöte? Nee, das ist neu, das ist mittelalterlich. Ah. Also glaube ich, dass sie das halt der Season angepasst haben. Wir können ja schon mal raten, was denkst du, kommt als nächste Season? Science Fiction. Okay, ich hätte jetzt gesagt Zukunft, ja. Mhm. Ja so mit Raumanzügen, ja. Sowas kann ich mir vorstellen. Obwohl, gab es jetzt ja schon teilweise, aber vielleicht, ja, vielleicht trotzdem. Echt? Ich hatte noch keinen Raumanzug gesehen. Doch, es gibt einen Raumanzug. Okay.
Okay, da bin ich zu spät ausgewichen. Aber alles gut. Das tat weh. Autsch, da wurde ich auch gerade runtergekegelt. Hey, bei mir gab es nur eine Beule am Kopf, aber hier bin ich jetzt runtergefallen. Das ist jetzt ein Problem. Warum? Jetzt bin ich nochmal da runtergefallen. Jetzt wird es echt ein Ja. Problem. Qualifiziert. Ah, bei mir wird es nicht klappen. Ja. Ich schau zu. Beim Meister. Aller Klassen. Ne, aber Zukunft dann auch so Outfit könnte auch eine Rakete sein oder Aliens. Ja, oder sonst Wilder Westen. Ja, auch eine Möglichkeit. Oh, Kreisel hatten wir heute noch gar nicht, glaube ich, ne? Und das ist der falsche Name. Der Kreisel wurde bei Ja. dem Ritterparcours Ja. angezeigt. Ist richtig. So, jetzt, du hast ja Flügelchen auf dem Rücken. Gehörte das zum Einhorn? Ja. War mir nie so aufgefallen. Easy. Das jetzt nicht. Sehr gut, der Seitenwechsel hier vollzogen. Falls man ein bisschen getroffen wird, würde ich rechts laufen, genau. Weil die Leute, die in der Mitte laufen, werden dann nach links gepaddelt. Sprich, rechts hat man mehr Möglichkeiten, Ruhe zu haben. Auch gut geregelt. Ja. Was Geburtstag. Habe aber mich vor allem auch qualifiziert. Ja. Souveränstens. Das sollte dann auch fürs Level Up, glaube ich, schon wieder gereicht haben. Ich glaube, da war gar nicht mehr so viel, was da fehlte. Ich weiß es auch nicht mehr. Am Anfang geht es ja schnell. Ja. Das ist das Angenehme. Das waren 30, ne? Das ist eine kritische Zahl. Ritterparcours wahrscheinlich, weil es steht wieder Ja. Kreisel. Nee, ist ja gar nicht kritisch im Dauerlauf. Ha, was sage ich denn? Das stimmt, ja. Im Dauerlauf ist es ja vollkommen egal. Weil es diese schönen Teamspiele nicht gibt, die uns allen fehlen gerade. Ja. Da habe ich dich. Gut. Ein fallender Bacon. Ein fallender Bacon. Ja, ich glaube, das war kein guter Start. Aber hier kann man ja theoretisch alles aufholen noch. Ja, habe ich vorhin auch schon gesagt. Also ein bisschen springen kann hier durchaus hilfreich sein. Und alles, Ja. was du jetzt am Anfang versaut hast, hast du, glaube ich, jetzt hier durch die auf den Rollen wieder aufgeholt. Ja. Und jetzt wahrscheinlich wieder verschenkt. Ah, Gut, das Kacke. war Das sollte jetzt ich langsam doof. wissen. Ja, da bin ich schon häufiger reingefallen. Das sollte ich eigentlich mittlerweile wissen. Kannst du noch schaffen?
Nein, ja gut. Das gibt's da nicht. Ja, das ist kacke. Nein, und ich hab. Ja, gut. Ah, ich mache auch den gleichen Fehler doppelt. Also, um ganz ehrlich zu sein, jetzt hast du es auch nicht mehr verdient. Das war jetzt auch dumm, ja. Ja, was reicht fürs Level ab? Ja, gibt es irgendeine graue Hose? Die sieht ganz bezaubernd aus. Ja. Gut, einmal machen wir noch. Unterteilen. Damit du auch dein Level bekommst. Nee, das habe ich ja schon. Also ich habe schon die Ork-Hose. Ach so. Ja gut, dann bleiben wir aber jetzt trotzdem drin. Ja. Bam, 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 bam. Aber wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, sind die Unter- und Oberteile, die so zusammenpassen, jetzt teilweise mehr Level auseinander als in der ersten Saison. Gut, da hatte ich nie so drauf geachtet. Ich weiß ja, worauf du, glaube ich, so scharf warst in der ersten Season. Das waren, glaube ich, 32 und 36. Ja, das habe ich auch geholt. Das ist ja der Wolfskopf. Ja, den habe ich natürlich auch, aber Prinzessin oder Herzogin wird natürlich angezogen. Ja, und wie viele Kudos fehlen dir dann ja noch? Das müsste ich nach dem Ding mal schauen. Habe ich jetzt zwischendurch nicht mehr drauf geachtet. Ja, weil ich wusste, nicht die Assi-Variante. Weil ich wusste, es ist eh noch so weit weg, dass ich da nicht jede Runde drauf gelinst habe. Gut, ich fange dann nochmal an. Ist eh viel ruhiger jetzt. Kurz warten. Oh Gott, oh Gott. Mein Typ leidet unter Fallsucht. Das war blöd. Toll, wie soll ich das denn hier alleine schaffen? Ja, aber ganz schnell so. Oh Gott, die könnte zu schräg werden. Hoch. Nein! Oh, da hätte ich wahrscheinlich sogar noch springen können. Kommt hoch, Leute! Gott. Ja, also ich dürfte es eigentlich nicht mehr schaffen. Ja, ich jetzt auch nicht mehr. Und dann habe ich ja sogar vielleicht noch eine Chance. Nee. Nee, ich bin 44. Ja gut, aber wir konnten euch auf jeden Fall ein bisschen was aus der neuen Season zeigen. Vielleicht schaffen wir irgendwann nochmal eine Folge, wo wir noch ein anderes neues Level finden können. Kudos habe ich jetzt 5580, also da fehlen mir noch 5420 für das Unterteil, damit ich hier den Schwanz abnehmen kann. Wir sagen für heute Tschüss und sehen uns dann irgendwann wieder.